Willkommen zurück beim Dividendenhai YouTube-Kanal. Mein Name ist Jan. Heute schauen wir uns British American Tobacco an, oder kurz BAT. British American Tobacco ist ein britisches Unternehmen, welches im Tabakbereich aktiv ist. Wir sprechen hier von einem wirklich global tätigen Unternehmen, welches wirklich ein Dickschiff ist und auch einer der größten Player im Tabakmarkt ist. Heute werden wir uns das Produktportfolio von British American Tobacco angucken. Dann werden wir einmal die Kennzahlen des Unternehmens prüfen und dann im Scoring-Modell bewerten. Fangen wir einmal mit den Marken an. Und da möchte ich erstmal erwähnen, warum die Marken in diesem Fall so wichtig sind. Der Tabakmarkt spielt sich mittlerweile zum Großteil in den Entwicklungsländern ab. Dort haben wir tatsächlich eine sehr starke Markenbindung. Denn Leute möchten durch die Marke, die sie rauchen, ein Statement setzen und man macht daraus praktisch ein Statussymbol. Hierbei hat der Homo economicus, der Aaron, erwähnt, dass zum Beispiel in Mexiko die Leute vorrangig Marlboro rauchen, weil es dort wirklich ein Status für das eigene Reichtum ist. Mal vorweg. Und ebenfalls ist die Markenbindung bei Zigaretten sehr, sehr hoch. Das heißt, wenn man einmal anfängt zu rauchen, bleibt man oftmals auch bei dieser einen Marke hängen, bei der man angefangen hat. Ich spreche nicht aus Erfahrung, ich persönlich rauche nicht, dennoch wollte ich euch das einmal zeigen. Man ist in drei Bereiche eingeteilt. Man ist im Bereich Non-Combustible tätig, das heißt bei Produkten, wo keine Verbrennung entsteht. Und dort wird unterschieden zwischen Vapor, also E-Zigaretten, Dampfen, Tobacco Heating. Hier wird Tabak erhitzt und dadurch entsteht was Rauchähnliches, wobei aber nichts verbrannt wird. Das Ganze soll ein bisschen gesünder sein. Ob es jetzt wirklich so ist, kann ich natürlich nicht bestätigen. Und Modern Oral. Das ist ähnlich zum Traditional Oral, das ist Kautabak. Und Modern Oral sind so kleine Pads, die legt man sich in den Mund. Und dadurch wird dann der Stoff, das Nikotin, freigegeben. Und dann hat man natürlich das klassische Tabakgeschäft, wo dann der Tabak verbrannt wird. Und hier die Marken, die man hat, sind auch relativ stark. Man ist mit einer Lucky Strike ausgestattet, mit einer Pall Mall, mit einer American Spirit, mit einer Camel und einer Kent. Heißt, alles wirklich große Marken. Früher, Jahr 2005, 2006, alles große Formel 1 Sponsoren, von daher weltweit bekannt. Das ist daher positiv anzusehen und halt auch als Burggraben anzusehen. Nachdem wir uns das angeschaut haben, würde ich gerne mit euch einmal in den Trader Fox Aktienterminal einsteigen. Bislang habe ich das noch nie genutzt in einem Video. Ich habe das Terminal gestern entdeckt und ich würde das gerne heute ins Video einbauen, denn ich finde das Tool, was einem hier gratis geboten wird, sehr, sehr stark und daher möchte ich auch gerne damit anfangen. Hier sehen wir die Umsätze, welche bis 2011 stetig gestiegen sind und dann leider abgenommen haben. Für mich wäre das im Moment so eine Art rote Flagge. Seit 2016/17 steigen die Umsätze wieder. Das hängt auch mit einer Übernahme zusammen, mit die man getätigt hat. Man hat Reynolds übernommen und seitdem läuft es operativ wieder sehr gut. Für mich ein klares bullisches Signal und für mich auch ein Kaufsignal, das hier mittlerweile besser läuft. Im Chart sehen wir hier einen Abwärtstrend, der seit Anfang 2019 ein bisschen gedreht hat. Mittlerweile laufen wir hier ein bisschen seitwärts. Das hat auch was mit Corona zu tun, denn seit 2019 hat man hier gut Plus machen können. Ich habe die Aktie im Sparplan laufen und bis kurz vor Corona war die auch immer gut im Plus. Seitdem bei Plus minus Null, Dividenden dazu gerechnet, wird die Aktie wahrscheinlich leicht im Plus liegen. Dann noch einmal hier zur Rendite aus Eigenkapital bei 42%. Das ist wirklich sehr stark und ja, das Ganze sieht sehr konform aus. Man wird hier auch mit 11 von 15 Punkten bewertet. Im Dividendencheck sieht das sogar noch besser aus. Man wird hier mit 13 von 15 Punkten bewertet. Man hat eine starke Dividendenrendite im Schnitt von 6,6%.
Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Tabakbranche an sich an der Börse auch gelitten hat. Das heißt, die Branche wurde abgestraft, dadurch wurden die Dividendenrenditen dementsprechend ein bisschen höher. Man hat dafür ein stabiles Umsatzwachstum und eine gute Eigenkapitalrendite. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass sich das nicht ändert, werden die Dividenden weiterhin stabil bleiben, auch gemessen an der Ausschüttungsquote. Die schauen wir uns hier direkt mal an. Die liegt bei 75 bis 80%, je nach Jahr. Ab 2020 expected bei nur noch 70%. Also das ist wirklich gut. Wir sehen hier eine Umsatzsteigerung von 18 auf 19, waren das knapp 5%. Im Gewinn sind das schon ganze 10%. Daher sehr, sehr stark, finde ich super gut. Im Vergleich zum historischen KGV ist die Aktie derzeit auch relativ günstig bewertet. Ich habe hier gerade geguckt, mit einem 10er KGV, glaube ich, aktuell. Ja, oder auf den 2020er Gewinn ungefähr mit einem 10er KGV bewertet. Also das sieht doch schon mal ganz in Ordnung aus. Was für mich ein bisschen eine rote Flagge ist, ist, der Verschuldungsgrad ist relativ hoch, soll zwar Jahr für Jahr abgebaut werden, dennoch ist das ein kleines Achtung. Positiv anzumerken ist hier, auch während der Krise, Corona-Krise insbesondere, gehen die Zahlen nicht zurück. Der CEO hat letztens bestätigt, dass man im Bereich Vapor vor allen Dingen jetzt aktuell sehr gut fährt, und der hat nochmal die Prognosen 2020 für gültig angesprochen. Man erwartet hier natürlich jetzt auch kein Riesenwachstum mehr. Also das ist definitiv als positiv anzumerken. Nachdem wir uns das Ganze mal angeguckt haben, möchte ich nochmal auf die branchenspezifischen Risiken mit euch eingehen. Natürlich, der Rauchermarkt in Europa und in den USA wird kleiner. Dazu kommt, dass in diesen Ländern auch aktiv gegen diese Branchen vorgegangen wird mit hohen Steuern. Und daher ist es wichtig, dass man als Tabakkonzern sich stark aufstellt in diese alternativen Produkte. Das macht British American Tobacco auch sehr, sehr gut. Frage ist, inwieweit man sich an diesem Markt festigen kann. Im Moment ist es, glaube ich, noch eher schwer zu sagen, wer am Ende der große Gewinner sein wird. Mit British American Tobacco hat man aber einen Konzern, der da zumindest aktuell mitspielt um die Führerschaft. Außerdem ist natürlich zu erwähnen, dass es auch viel Konkurrenz gibt in diesem Bereich. Oder was heißt viel Konkurrenz? Es gibt ein paar große Unternehmen mit sehr vielen Marken, unter anderem Altria in den USA tätig mit der Marke Marlboro. Weltweit die Marke Marlboro gehört zu Philip Morris. Also das ist, muss man dazu sagen, das ist, glaube ich, mit der größte Player in diesem Bereich. Dann haben wir noch eine Imperial Brands und eine JTI, also Japanese Tobacco Incorporated. Das sind so die Player, die man hier auf dem Schirm haben muss. Aber dann nehme ich mir die Aktie doch mal direkt ins Scoring-Modell rein, und dann gucken wir uns das Ganze mal hier an, wie es damit denn genau aussieht. KGV ist mit 9 relativ günstig bewertet. Umsatzwachstum von 5% ergibt 2 Punkte. Gewinnwachstum von 10% sieht dahingegen schon besser aus. Gewinnkontinuität ist auf jeden Fall gegeben. Eine Dividendenrendite von knapp 6,6% oder von 7% ist sehr hoch. Und wir sehen tatsächlich noch oder Dividendenerhöhung auf 5 Jahre von 8%. Was mich wirklich verwundert hat, dass man bei so einer hohen Dividendenrendite immer noch eine starke Dividendensteigerung hat. Also das geht für mich schon dahin, dass wir hier einen Dividendenwert oder einen Hochdividendenwert haben, der dennoch einen Dividendenwachstumswert ist. Total crazy. Daher sehr, sehr stark. Ausschüttungsquote mit 75 bis 80% etwas hoch. Sehe ich aber nicht ganz so kritisch, weil in dieser Branche nicht ganz so viel investiert werden muss. Net Debt zum EBITDA ist derzeit etwas hoch, finde ich nicht so gut. Dennoch, wie vorhin erwähnt, man kommt relativ gut durch die Krise. Daher sollte das mit einer neuen Finanzierung dann auch nicht schwer werden. Und daher passt das auch. Vergleich zum historischen KGV ist derzeit günstig. Eine Kaufchance sehe ich momentan als gegeben. Ja, ich bin in diese Aktie investiert. Dennoch sehe ich aktuell, dass British American Tobacco gut durch die Krise kommt. Man ist operativ ungefähr da, wo man davor war. Und das Unternehmen wächst auch. Also wenn da charttechnisch ein Boden gefunden wird, ist das tatsächlich ein sehr solides Investment.
wenn man da keine große Position aufbauen möchte, ist es tatsächlich momentan eventuell eine gute Chance, sich da eine kleine Position aufzubauen. Das ist jetzt natürlich keine Anlageberatung, sondern nur meine Meinung. Und bei mir läuft British American Tobacco auch im Sparplan. Disruptiv und innovativ ist das Unternehmen natürlich nicht unbedingt. Man stellt sich dafür aber trotzdem im Bereich des alternativen Rauchens sehr gut auf. Burggraben ist tatsächlich durch die Marken gegeben, ist aber auch nicht überzubewerten, denn wenn jetzt ein neuer Gegenspieler auf irgendeinem bestimmten Markt auftritt, kann er diesen Markt tatsächlich für sich dann nutzen, wenn die Leute denn ihr Produkt ändern möchten. Management und Firmenkultur ist als gut einzustufen. Man hat einen neuen CEO, der tatsächlich gute Arbeit leistet, und mit der Übernahme von Reynolds sieht das Ganze auch schon viel, viel besser aus als davor. Das sehen wir auch am Umsatz- und Gewinnwachstum. Das Produkt und das Image habe ich aufgrund der moralischen Komponente eher niedrig bewertet. Das muss aber jeder für sich entscheiden. Das ist jetzt eher repräsentativ für diese Branche, würde ich eher schlecht einstufen, auch aufgrund von politischen Risiken. Das sind trotzdem 30 von 51 Punkten, also ein sehr guter Score. Das sind knapp 70%, das sind knapp 60% der gesamten Punkte, und das spiegelt schon die Dividendenwachstumsstrategie in gewissen Zügen wider. Für mich trotzdem eher ein Dividendeninvestment sozusagen und nicht unbedingt ein Wachstumsinvestment. Ich denke, dass man mit British American Tobacco tatsächlich ganz gut fährt, wenn man Tabak im Depot haben möchte. Aber ob man Tabak im Depot haben möchte, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Mich würde mal interessieren, ob ihr BAT im Depot habt oder nicht. Und ansonsten war es das schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst, ein Abo dalassen. Ansonsten, für mehr Content gibt es unten wie immer drei Links. Der erste führt euch zu meinem E-Book. Dort lernt ihr alles über die Dividendenwachstumsstrategie. Beim zweiten Link kommt ihr zu meiner Instagram-Seite. Dort gibt es jeden Tag zwei Posts zum Thema Aktien. Dort gibt es immer spannende Vorstellungen zu neuen Aktien, die ich gern vorstellen möchte. Und der dritte Link führt euch einmal zu meinem Blog. Dort gibt es ebenfalls immer spannende Beiträge. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.